Hallo, ich bin Milena Bonse. Ich bin seit 2008 im ZDF, bin dort eine Schnittstellenredakteurin und zwar zur Hälfte beim kleinen Fernsehspiel, wo ich Nachwuchsfilme betreue und zur anderen Hälfte bei den neuen Medien, wo ich Projekte fürs Netz entwickle. Schnittstellenredakteurin hört sich gut an, das Stichwort Cross-Media, und es gibt jetzt im ZDF einen interessanten Versuch, das alte interaktive Fernsehen, was man schon seit 20, 25 Jahren sich wünscht, irgendwie wiederzubeleben. Kann man die Idee in, ich sag mal, 5 Sätzen erklären, ohne die Zuschauer, Zuhörer zu verwirren? Ja, also es geht um Dina Fox, eine Datenschützerin, die sich mit Datenschutzthemen beschäftigt. Ihr Freund wird umgebracht und sie wird auf einmal Hauptverdächtige in diesem Fall. Und der TV-Film bricht an der Stelle ab, wo sie die Hauptverdächtige ist. Und im Netz hat man dann 3 Wochen lang Zeit herauszufinden, ob denn nun Dina Fox der Mörder war oder ob jemand anders der Mörder war. Wie kann man das herausfinden? Also da muss es ja Hinweise geben, Spuren geben, dann muss man messerscharf schließen, wo hinterlässt man seine Erkenntnisse, was bekommt man dafür, warum soll man mitmachen? Also ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, weil dann würde ich ja schon das ganze Spiel verraten. Es wird so ein bisschen darum gehen, sich über verschiedene Webseiten zu navigieren, über Social-Media-Profile. Wir haben sehr viele Minuten Videocontent eingestellt und wir haben die Hoffnung, dass die Leute Spaß haben, herauszufinden, was denn da wirklich passiert ist. Und wir haben uns sehr schöne Rätsel ausgedacht, die zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Usern, zum Teil aber auch live passieren, an dem man hoffentlich Lust hat, dann an dem Fall weiter dran zu bleiben. Also muss man sich das so vorstellen, an der spannendsten Stelle ist der Krimi plötzlich zu Ende im ZDF, im Fernsehen. Und dann muss man irgendwie die Hemmschwelle überwinden oder das Gefühl bekommen, oh, jetzt muss ich aber mal ins Netz gehen. Wie wollt ihr den Sprung schaffen vom normalen Zuschauer zum Internetnutzer? Das ist ja genau das neue Experiment. Und ich finde, man muss diese Experimente einfach wagen. Wir kriegen es nur raus, wenn wir es ausprobieren. Und wie viele Leute das am Schluss machen werden, werden wir nachher sehen. Wir haben bewusst, kriegen wir keine Zahlen dazu raus, weil wir das auch nicht wissen. Wir haben die Hoffnung, dass der Film so viel Spaß macht, dass man diesen Sprung macht. Wir verteilen aber auch jetzt bereits schon im Vorhinein an der Ausstrahlung, machen wir quasi schon die Netz-Community auf das Thema aufmerksam. Das heißt, auch da wird bereits ein online-affines Publikum interessiert und informiert, die dann hoffentlich dann auch Lust haben, sich daran zu beteiligen. Aber das ist genau die Aufgabenstellung und quasi die Achillesferse des gesamten Projektes. Spaß, verstehe ich. Das ist eine gute Voraussetzung für Fernsehen. Aber ich sag mal jetzt medientheoretisch, medienwissenschaftlich ist das natürlich ein Projekt, um Fernsehen, Internet zu verbinden. Ein Trend, der sowieso schon seit mehreren Jahren, Stichwort auch HBBTV jetzt, dass man also in einem Gerät Internet und Fernsehen verbindet, sich vollzieht. Ist das Pionierarbeit mit dem Ziel, tatsächlich neue Formen auszudenken? Weil es ist ja immer leider die Technologie zuerst da und dann fragt man sich, oh, was kann man damit machen? Also es ist vielleicht insofern Pionierarbeit, als dass ich jetzt im deutschen Fernsehen zumindest kein Projekt kenne, was mal so konsequent diese beiden Medien TV online miteinander verzahnt hat. Es gibt im Ausland sicherlich das berühmte Beispiel The Truth About Marika vom schwedischen SVT. Aber innerhalb des deutschen Fernsehens würde ich das tatsächlich auch als Pionierarbeit bezeichnen, mal konsequent diese beiden Formen mitzudenken. Wir haben immer noch den Eindruck, dass auch im Internet die Leute unterhalten werden wollen und dass es um Storytelling geht, um eine gute Geschichte, die erzählt werden soll, um Unterhaltung. Und wir wählen die Form des Internets dafür aus, diese Geschichte zu erzählen, Webseiten, Videocontent und so weiter. Aber darüber steht hoffentlich kein Medium, sondern eine Geschichte, die man erfahren möchte und an deren Lösung man beteiligt sein möchte. Ist das noch Grundlagenforschung mit dem Ziel, das ZDF fit zu machen für die Informationsgesellschaft, oder gibt es keinen Auftrag von der Intendanz zu sagen, wir müssen irgendwie sehen, wie wir das junge Publikum kriegen? Also Grundlagenforschung ist es sicherlich nicht mehr, weil wir natürlich im ZDF schon seit vielen Jahren die Verzahnung Online-TV bereits betreiben. Es ist in dieser Form bei einer fiktionalen Erzählform das erste Mal, dass es so konsequent gemacht wird. Und wir sind sehr gespannt, wohin es weitergeht, wohin uns diese Projekte eben führen. Das ist ja auch schon bei Bodybit so gewesen oder bei Ion Tichy, dass man eben sich vorhangelt und tatsächlich als Experiment das ausprobieren kann. Das ist ja gerade das Schöne, dass man hier nicht so eine Last hat, in der man sagen muss, okay, es hat jetzt schon diese und diese Erwartung, die jetzt erfüllt werden müssen, sondern wir probieren das aus und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß und dass das möglicherweise überschwappt zu den Nutzern. Dankeschön.